Guten Morgen, meine lieben Zuschauer. Wir melden uns heute hier vom Reit- und Turniergelände am Ostburger Weg in Rudow. Das Turnier ist seit Freitag im Gange und wir freuen uns, dass das Wetter bis jetzt mitgespielt hat. Dann darf ich Ihnen vielleicht mal vorstellen, unsere Freunde aus unserer Partnerstadt Leonberg. Die Wetzlarer sind heute noch nicht am Start, die gehen erst heute Nachmittag am Start, aber die Offiziellen aus unserer Partnerstadt, aus der Kölner Partnerstadt Leonberg, sind da. Dann darf ich mal kurz jeden bitten, sich kurz vorzustellen. Mein Name ist Bernhard Hamann. Ich war vor einigen Jahren Vorstand im Reit- und Fahrverein Leonberg. Wir haben in Leonberg einen sehr großen Verein. Das ist der größte in Baden-Württemberg mit gut 800 Mitgliedern und 70 Pferde in Stallungen unserer Anlage mit zwei großen Reithallen, Turnierplatz, Sandplätze und so weiter. Mein Name ist Joachim Imlau. Ich war über 20 Jahre Leiter des Landwirtschaftsamtes in Leonberg und bin heute in offizieller Mission hier. Ich vertrete die Stadt Leonberg und werde im Auftrag von Oberbürgermeister Dr. Ottlieb einen Pokal überreichen. Ich bin mit zwei Reiterfreunden hier zur Linken. Mein Name ist Albert Hecker aus Weisach und war 10 Jahre zweiter Vorsitzender im Pferdezuchtverein und bin heute noch bei den Pferdemarktpreisrichtern. Ja, das ist immer das Schöne, muss ich dazu sagen, wenn wir Berliner immer in der zweiten Februarwoche nach Leonberg kommen zum Pferdemarkt, das ist schon zur Tradition geworden, wir werden dort immer sehr, sehr hervorragend aufgenommen. Nun darf ich den vierten im Bunde vorstellen. Mein Name ist Otto Kurz, ich komme aus Leonberg-Höfingen. Ich war über 20 Jahre zweiter Vorstand im Reit- und Fahrverein Leonberg, bin auch Mitglied im Preisgericht beim Pferdemarkt, bin Landwirt von Beruf, habe selber etwa 20 Pferde zu Hause. Schönen Dank. Und nun wollen wir den letzten hier vorstellen. Der kommt natürlich nicht aus Leonberg. Ich gehe mal rum. Unser Freund ist einer der Richter, der uns schon seit Jahren die Treue hält. Er kommt aus Lüchow-Dannenberg. Wenn du dich vorstellen würdest. Wolfram Marie. Ich heiße Lothar Benz, bin Landwirt von Beruf und habe ein Gestüt und eine Deckstelle mit einem Hengst. Für 40 Pferde haben wir und bin Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Gato und freue mich jedes Mal, wenn ich hier diese herrliche Anlage in Rudow, die der Reiterverein Rudow hier aufgebaut hat, betreuen darf als Richter
und freue mich auch über die Leistung, die die Berliner Reiter hier vollbringen. Bedanke mich. Ja, vielleicht darf ich zu diesem kurzen Abschluss noch etwas sagen. Wir hatten gestern bei Gott sei Dank strahlendem Sonnenwetter eine sehr gute Zuschauerzahl, auch am Freitag schon, und wir hoffen, dass der Himmel heute hält und die Sonne, man sieht es, langsam durchbricht, dass auch heute wieder Tausende von Berlinern rauskommen und unseren Gästen und unseren, den Reitern applaudieren. Ja, wir bieten nicht nur Springprüfung an, sondern auch Dressurprüfung bis zur Klasse S in diesem Jahr. Das haben wir uns ausgedacht zu unserem 10-jährigen Turnier. Der Reiterverein ist jetzt 10 Jahre alt, nach der Neugründung, nach dem Kriege. Im Grunde genommen ist der Reiterverein viel älter, der ist 1921 gegründet worden. In den Kriegswirren hat sich alles verlaufen und vor 10 Jahren haben wir diesen Verein neu gegründet. Und wir sind stolz, dass nicht nur die Rudower Bevölkerung, sondern auch alle Berliner das angenommen haben, dank auch der Presse und des Fernsehens und des Rundfunkes, die immer wieder auf unser Turnier hinweisen. Denn es ist für die aktiven Reiter natürlich wesentlich schöner, vor einer großen Kulisse ihr Können zu zeigen, als wenn sie bloß im eigenen Tross da sind. Wir sind auch dankbar für die ganzen Sponsoren. Das waren unsere Rudower Geschäftsleute gewesen, die sich also sehr stark engagiert haben. Wir wollen hier ein Volksfest mit sportlichen Höchstleistungen bieten. Und ich meine, bis jetzt ist uns das jedes Jahr gelungen. Und ich hoffe, dass wir auch in diesem Jahr, und ich muss noch mal wiederholen, wenn das Wetter hält, dann werden wieder Tausende von Berlinern, auch aus der Gropiusstadt und aus ganz Berlin, hier rauskommen und sich den, auch den kulinarischen Genüssen hingeben. Der Eintritt ist wie all die Jahre frei. Das heißt, die Familien können rauskommen, die Kinder mal ein Pferd zum Anfassen sehen, vielleicht auch mal eine Runde reiten. Und ansonsten ist vieles geboten. Wir werden auf den heutigen Nachmittag warten, wo ein großes Schaubild dieses 10-jährige Jubiläumsturnier abrunden wird. Ja, auch Sicherheit wird in Rudow großgeschrieben. Jeder weiß, dass hier in Rudow sehr viele Ein- und Zweifamilienhäuser sind und deswegen haben wir auch die Polizei, die Kripo gebeten, mit ihrem Informationswagen für die Rudower Bevölkerung etwas zu bieten, und zwar Sicherheit für Türen und Fenstern. Und ich muss sagen, am gestrigen und vorgestrigen Tag war dieser Stand der Kriminalpolizei, der Informationsstand der Polizei, Sicherheit zuerst, sehr stark umlagert, sehr viele Nachfragen von Bewohnern, die gefragt haben, wie können wir unser Haus sichern, welche Schlösser können wir einbauen, wie muss der Zylinder gestaltet sein, wie weit darf er rausgucken oder nicht rausgucken, sodass auch hierfür ein großes Bedürfnis besteht. Und die Polizei war so nett und ist rausgekommen, hat gesagt, na klar, wir kommen raus, wir kommen zu euch nach Rudow, denn auch das ist sehr wichtig, denn Eigentum soll geschützt werden und muss geschützt werden.
momentan ein großes Reitturnier und ein Volksfest, geht langsam dem Ende zu. Und ich habe neben mir einen, der sonst immer hinter den Kulissen steht, aber allen Reitvereinen in Berlin bekannt ist, ist der Wolfgang Hufschläger, der immer die Meldestellen betreut, den sonst keiner sieht. Wolfgang, was war und was gab es hier heute für große Artie? Leistung von den Reitern, die vor einer ganz tollen Kulisse hier in Rudow geritten sind. Das Einzige, was mir wieder auffällt, ist, dass die Jugend, die unheimlich nach vorn reitet, das ist interessant, dass auch die Jugend hier nach Rudow gern kommt, hier gern startet. Und ich freue mich immer wieder, wenn sie auch platziert werden und Freude daran haben, am Rudower Turnier teilnehmen zu dürfen. Vielen Dank, Wolfgang. Sag uns doch mal ein paar herausragende Ergebnisse, denn wir wissen ja, die Wetzlarer sind auch gestartet, in diesem Jahr zwar nicht mit ihren besten Pferden, aber trotzdem gab es einige Erfolge auch für unsere Freunde aus der Partnerstadt aus Wetzlar. Und vielleicht kannst du von den herausragenden Ereignissen, von den Springprüfungen oder Dressurprüfungen einige Namen nennen. Also was mich ganz besonders freut, ist die kleine Natalie Blessing. Als Juniorin hat sie eben ein M-Springen gewonnen gegen die große Spitze aus Berlin und auch gegen die westdeutschen Reiter, die also bestimmt nicht schlecht sind hier und auch nicht, zwar nicht mit ihren besten Pferden gekommen sind, aber mit guten Pferden gekommen sind. Natalie hat sich hier auf diesem Turnier vorbereitet für nächste Woche für die Berliner Meisterschaft der Junioren und der jungen Reiter in Lichtenrade. Sag doch noch dazu, wie alt ist Natalie und aus welchem Verein kommt sie? Natalie ist jetzt 15 Jahre alt und sie startet, oh, jetzt bin ich überfragt. Jetzt, sie startet jedenfalls für den Askanischen Sportclub, Abteilung Reiten. Schönen Dank, Wolfgang. Ja, meine Damen und Herren, hier geht's weiter mit sportlichen Höchstleistungen. Wir haben noch auszustehen und zu überleben, wenn man so will. Und wir hoffen auf sportliche Höchstleistungen, ein Springen der Klasse S. In der Zwischenzeit vergnügt sich hier nicht nur die Rudower Bevölkerung, sondern auch die Bevölkerung der Gropiusstadt und aus ganz Berlin, wenn man so will, trotz anderer Ereignisse in Berlin, die wir haben, hier auf dem Turniergelände bei freiem Eintritt. Es ist für Essen und Trinken gesorgt und man sieht, wenn vielleicht die Kamera noch einen Schwenker nachher rum macht, was hier draußen los ist. Wir haben Gott sei Dank ein herrliches Wetter, was uns sehr freut und ich muss mich vielleicht noch einmal wiederholen. Die Reiter die hier und Reiterinnen, die hier starten, freuen sich natürlich auf eine besondere Kulisse und die ist hier in Rudow vorhanden und wir freuen uns schon aufs nächste Jahr. Berlin Ulrich 35, 34, nehmen Sie Ihr Fahrzeug bitte weg. Ja, meine Damen und Herren, auch die Bezirkspolitiker haben sich nicht gescheut, das Bad in der Bänge zu nehmen. An der Spitze der Bezirksbürgermeister von Neukölln, Arnulf Kriedner. Herr Bezirksbürgermeister, wie gefällt es Ihnen hier draußen in Rudow? Na, ich bin ja jedes Jahr hier und mir gefällt es hier immer ausgezeichnet, deshalb komme ich besonders gern. Ich möchte mal hervorheben, das persönliche Engagement des Reitervereins Rudow, wo also eigentlich die Organisation immer absolut stimmt. Es ist ein typisch Neuköllner Volksfest, auch wenn es im Süden Neuköllns ist und mit weit über 10.000 Besuchern jedes Jahr auch eines der großen Reiterereignisse Berlins. Und ich glaube, da kann der Bezirk stolz drauf sein. Und deshalb nochmal, ich komme gerne hierher. Schönen Dank, Herr Bezirksbürgermeister. An meiner rechten Seite der Stadtrat für Sozialwesen, Hans-Dieter May. Hans-Dieter May, Sie haben ja auch hier Ehrenpreise gestiftet. Und Sie waren auch einer mit derjenigen gewesen, die unseren Gästen aus den Partnerstädten Leonberg und Wetzlar Unterkunft besorgt haben, Unterkunft gegeben haben. Die Kameraden aus den Partnerstädten sind sehr dankbar, haben sich sehr gefreut, werden im nächsten Jahr wiederkommen. Wie schätzen Sie denn dieses Fest hier ein? Ja, also ich bin ja auch ein regelmäßiger Besucher dieses Festes und ich weiß, dass also insbesondere der Rudower Reiterverein sich in erheblichem Maße in den vergangenen Jahren engagiert hat. Deshalb unterstützen wir als Bezirk diese Organisation zusätzlich, weil wir wissen, dass oftmals gerade die Leonberger, die als Besucher hier waren, nicht genügend Unterkunftsplätze zur Verfügung erhalten.
Wir wollen uns auch zukünftig weiter engagieren und ich freue mich, dass ich mit der gesamten Familie herkommen kann. Denn das ist auch mal eine Veranstaltung, wo die Bezirkspolitiker nicht nur alleine, sondern auch mit ihren Familienangehörigen dabei sein können. Also Herr Stadtrat, ich kann Ihnen versichern, Ihre beiden Kinder werden natürlich nachher selbst auf dem Pferd sitzen können, nicht auf einem, sondern auf zweien. Und ich hoffe, dass Sie, Herr Kriedner, und Sie, Herr Stadtrat May, noch viel Spaß und Freude haben am Bad in der Menge, dass Sie genießen können. Sie als Bezirkspolitiker werden natürlich auch von der Bevölkerung angesprochen und Sie sollen dieses Fest nicht nur genießen, sondern sollen auch Anregungen aufnehmen. Und dass Sie gekommen sind, das freut uns ganz besonders. Herzlichen Dank für Ihr Erscheinen. Schönen Dank, Herr Preuß, und alles Gute für die weiteren Veranstaltungen. Ja, meine Damen und Herren, es geht hier weiter in wenigen Minuten mit der Prüfung Klasse S. Ich habe es bereits erwähnt. Und mit einem großen Schaubild, zu dem sich also auch die Neuköllner Vereine eingefunden haben, die Schützen haben sich eingefunden. Wir haben vorhin die Berliner Fahnenschwinger gesehen, sie werden nochmal auftreten. Unsere Cowboys stehen im Hintergrund, sie haben ganz herrlich in diesem Jahr wieder den Parkplatz bewacht und die Besucher eingewiesen. Es gab Gott sei Dank, und da bin ich sehr, sehr froh darüber, als Mitveranstalter des Vereins hier, es gab keine großen Schierereien, keine Klagen der Anwohner. Wir haben die Musik so leise gehalten wie möglich. Wir haben dafür gesorgt, dass sämtliche PKWs untergebracht wurden, trotz Parkplatzknappheit. Und alles hat sich gefreut. Aber ich glaube, der erste Vorsitzende des Reitervereins und unser Ehrengast aus Leonberg möchte noch einiges zu Ihnen sagen. Würdest du bitte übernehmen? Ja, ich freue mich, dass der Herr Imlau bei uns auf dem Turnier ist, genauso wie unser Bürgermeister, aber das ist nun schon fast selbstverständlich. Herr Imlau ist der offizielle Vertreter der Stadt Leonberg und kommt in Vertretung des Oberbürgermeisters. Und hier soll er auch noch mal vor der Kamera begrüßt werden von uns. Wir haben schon nette Stunden miteinander verlebt auf diesem Turnier und ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Imlau. Vielen Dank, die Freude ist ganz unsererseits. Herrn Bürgermeister Kriedner habe ich in Leonberg schon mal kennengelernt. Ich darf Ihnen ganz persönlich von Dr. Ortlieb die Grüße sagen und alle Berliner sollen wir grüßen. Wir freuen uns über das sehr gelungene Turnier. Wir haben sehr viel Freude gehabt und ich darf nochmal übergeben. Ja, vielleicht, meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch eins sagen, bevor sich unsere Politiker wieder in das Bad der Menge bewegen. Wir haben als Veranstalter, als Reiterverein Rudow, ein großes Lob der Polizei bekommen, dass die An- und Abfahrt ganz reibungslos klappt und auch geklappt hat. Und ich glaube, auch die letzten Stunden werden wir gut überstehen. Und wir würden uns freuen, wenn der eine oder der andere im nächsten Jahr die Zeit nutzt, sich dem Rudower Flair auszusetzen. Es ist ein Volksfest mit sportlichen Höchstleistungen. Herzlichen Dank.